Gelehrter Weltmensch, lass alles los. Der Herr spricht: Wenn ihr gewählt habt, so schreibet nur geschwinde nieder den gewählten Text. Da warf er, Bartimäus, sein Gewand ab, sprang auf und kam zu ihm, zu Jesus. Markus 10, Vers 50. Ihr habt einen überaus passenden Text gewählt. Dieser Text sollte allen, die auf dieser Welt blind sind, zu einem mächtigen Leitfaden dienen, auf das sie täten, wie dieser Blinde getan hat, um zu bekommen das wahre Licht der Augen des Geistes. Warum warf denn der Blinde das Gewand weg? Er hätte ja mit dem Gewande auch zum Herrn hineilen können, als ihn dieser gerufen hatte. Der Blinde war klug. Er wusste und berechnete es wohl, dass ihm das schwere Außengewand im schnellen Zuge zum Herrn hinderlich sein würde. Darum warf er behende das schwere Gewand weg und entledigte sich dadurch des Hinderungsmittels, welches seinen Gang schwerfällig gemacht hätte. Und der Vorteil war, dass er dadurch umso schneller zum Herrn gelangte und von selbem das Licht seiner Augen wiederbekam. Wer ist denn so ganz eigentlich dieser Blinde? Dieser Blinde ist ein gelehrter Weltmensch, der aber das Gute hat, dass er seiner Blindheit gewahr ist und zugleich das Gute hat, dass er weiß, wer ihn von seiner Blindheit heilen kann. Es sitzen gar viele solche Blinden an den Wegen und gar viele tappen in allen Ecken herum, aber die am Wege sitzen, die schlafen ein, ganz berauscht vom Opiumtranke ihrer Gelehrtheit und träumen dann also, als ob sie sehen möchten. Diese wissen nicht in der Betäubung ihres gelehrten Traumes, wann der Herr seinen Weg bei ihnen vorüberzieht. Und sie wissen auch nicht, dass sie blind sind. Daher rufen sie auch nicht: Sohn Davids, hilf mir! Andere aber, die in allen Winkeln herumtappen und wohl zur Hälfte den suchen, den sie sehend machen könnte, entfernen sich vom Wege. Und wenn der Sohn Davids vorüberzieht, sind sie nicht da und versäumen durch ihr dummes Suchen den Augenblick, wo der Sohn Davids den Weg nach Jericho zieht. Daher rufen sie auch nicht und bleiben in ihrer Blindheit. Was ist denn dieser Weg? Dieser Weg ist die prüfende Bahn durch diese Welt. Und Jericho ist der endliche Stapelplatz für die, welche diesen Weg zurückgelegt haben, oder mit anderen Worten, es ist zunächst die Geisterwelt. Unser Blinder scheute nicht die ihn bedrohenden Jünger, denn er wusste gar wohl, dass der Herr mächtiger und barmherziger ist als seine Jünger, die ihn bedroht hatten. Daher aber erhörte ihn der Herr auch, und als er ihn rief, so warf er sogar das letzte Hinderungsmittel von sich, nämlich seinen Rock, um ja so schnell und so sicher als möglich zu dem zu gelangen, der ihn gerufen hatte. Dieser Blinde ist also ein rechtes Muster, und ich sage euch, tut ihr alle desgleichen, die ihr ebenfalls Blinde am Wege seid. Harret des Herrn am Wege, und so er vorüberzieht, so lasset euch nicht abschrecken von der Welt, sondern rufet zu ihm in eurem Herzen, dass er sich eurer erbarme und euch das Licht des ewigen Lebens gebe. Und wahrlich, er wird sich eurer erbarmen und wird euch geben, um was ihr gerufen habt. Der Blinde warf sein Gewand weg. Was will das Gewand? Es ist die Welt. Wie auch alle die Belesenheit und Gelehrtheit des äußeren Verstandes. Werfet diese hinweg, so ich euch doch tagtäglich rufe, auf dass sie euch nicht hindern im Gange zu mir. Wäre es aber von dem Blinden klug gewesen, so er sich bei der Gelegenheit, da ich ihn gerufen habe,
in noch mehrere Röcke eingepanzert hätte? Fürwahr, diese hätten ihn am Ende also beschwert, dass er sich nicht hätte vom Boden erheben und dann noch weniger schnellen Schrittes hineilen können zu dem, der ihn gerufen hatte. Wenn ich euch aber täglich rufe, also wie ich den Blinden gerufen habe, ist es da klug, dass ihr euch dazu mit allen möglichen Röcken und Mänteln weltlicher Gelehrtheit bekleiden wollet? Sicher wäre das die größte Torheit. Werfet vielmehr lieber alles hinweg und eilet in eurem Herzen zu mir, und ich werde euch die Augen öffnen und werde euch sehend machen, in eurem Geiste lebendig, auf dass ihr dann mit einem Blicke mehr ausrichten werdet, als so ihr in eurer Blindheit tausende von Jahren herumtappen möchtet. Was nützt dem Blinden sein fantastisches Augenlicht im Traume? Wenn er erwacht, so ist er dennoch blind und blinder noch wie zuvor. Was nützt einem alles Gewand von noch so tiefer und schwerer gelehrter Weisheit? Es beschwert ihn, dass er sich nimmer erheben mag, so er gerufen wird zum Empfange des lebendigen Lichtes. Der Geist des Menschen hat ja ohnehin alles in sich. Er bedarf nichts weiter als der Öffnung seiner Augen, um zu schauen die endlose Lebenswunderfülle in sich selbst. Was gewinnt aber dadurch der Geist, so der Mensch mit lauter toten Hülsen und Schatten sein Gedächtnis und seinen Verstand anfüllt? Nichts, sondern er verliert noch dabei und wird in ein Chaos von äußerer Rinde, von den Hülsen und allerlei Schatten eingepanzert, dass er ja nicht leichtlich je zu einer Freiheit und noch weniger zum Empfange des lebendigen Lichtes seiner Augen gelangen kann. Nehmet an, ihr hättet die ganze Bibel auswendig in eurem Kopfe. Ein anderer hat nur ein paar Verse sich zu eigen gemacht, hat aber sein Leben streng danach eingerichtet. Bei diesem werden die zwei Verse lebendig und machen frei seinen Geist. Bei euch aber liegt die ganze Schrift tot, und ihr versteht auch nicht einen Vers lebendig. Was ist nun besser? Die zwei lebenstätigen Verslein? Oder der ganze Buchstabenwulst der Heiligen Schrift, davon aber auch nicht ein einziger Vers ins Leben aufgenommen ward? Sicher werden hier die zwei lebenstätigen Verse besser sein. Man wird hier etwas sagen, so jemand mehr weiß, da kann er ja auch desto mehr in seine lebendige Tätigkeit aufnehmen. Ich aber sage, der Mensch ist mein Werk, und darum weiß ich es am besten, was ihm frommt. Nehmt einen Schüler, ich setze den Fall in der Musik. Leget ihm gleich beim Anfange eine ganze große Schule vor und lasset ihn mit allen Kapiteln desselben zugleich anfangen. Saget, was wird aus dem? Sicher nichts, denn er wird vor der Mache ermüden und bald das ganze Studium an den Nagel hängen. Nehmet aber eine kleine Schule und fanget bei der ersten Skala an und lasset ihn dieselbe wohl einüben. Wenn er mit leichter Mühe die erste Skala recht bald fertig durchspielen wird können, wird das nicht mehr sein als der erste Versuch mit der ganzen Schule auf einmal. Daher sage ich zu euch, werfet weg das überschüssige Gewand, machet klein die Schule, und ihr werdet gleich den Blinden am Wege euch desto leichter erheben und desto schnelleren Schrittes dahin eilen, wo ich euch jetzt wie tagtäglich rufe. Fürwahr, ihr möget alle Bibliotheken der Welt zusammenlesen, so werdet ihr darob vor mir um kein Haar besser stehen und mehr wissen, als ihr nie etwas gelesen hättet. Warum denn? Weil ihr, wenn ihr von mir das Licht erhalten wollet,
das alles müsstet fahren lassen, denn das alles ist nichts als leeres Hülsenwerk und leeres Stroh, welches fürs Feuer bestimmt ist. Schaffet ihr dieses leere Hülsen- und Strohwerk nicht aus euch, bevor mein Liebesflammenlicht zu euch kommt, so wird dieses Feuer das Strohwerk ergreifen, und es wird da zu einem verzweifelten Brande in euch kommen. Schaffet ihr aber zuvor all diesen Quark hinaus und werfet weg das eiteldumme Gewand, so wird es, wenn da mein Feuerlicht in euch kommen wird, keinen Brand verursachen, sondern es wird euch sogleich lieblich durchwärmen und erleuchten euer ganzen Geist. Also, wie auch der Blinde am Wege im Augenblicke sehend ward, als er zu mir kam. Ich meine, dieses Bild kann unmöglich klarer und deutlicher gegeben werden, aber es muss, wie alle früheren, ins Leben aufgenommen sein, wenn es eine lebendige Leuchte abgeben soll. Solange das nicht der Fall ist, werdet ihr es wohl beifällig lesen und dann sagen, das ist wirklich recht schön. Und ich kann dazu dann nichts anderes sagen als, das ist wirklich recht dumm von euch, denn solange ihr meinen lebendigen Ruf für nichts weiter als nur für recht schön findet, da baut ihr Häuser auf dem Sande, und mein lebendiger Same fällt bei euch auf den Weg und wird leicht zertreten werden und wird keine Frucht bringen. Wenn ihr aber das sogleich lebendig in euch aufnehmt und tuet danach, so seid ihr klug, denn da baut ihr das Haus auf den Felsen, und mein Same fällt in gutes Erdreich. Mir liegt wenig daran, ob ihr diese meine Worte schön oder nicht schön findet. Aber es liegt mir alles daran, dass ihr danach handelt. Denn nicht der Bewunderung wegen, sondern eures eigenen Heiles willen gebe ich sie euch. Solches sei von euch wohl erwogen, denn sonst wird es euch keinen Nutzen bringen. Nächstens wieder, um eine Zentralsonne weiter.